Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Katamino Family. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Spielvorstellung eines Katamino-Spiels. Family, Katamino Family. Das Spiel möchte ich euch jetzt in diesem Video vorstellen. Aufbau, Abläufe, Fazit, wie ihr es schon gewohnt seid. Und zuletzt habe ich euch Katamino Pocket und im gleichen Video auch Katamino vorgestellt. Je nachdem verlinke ich es im Verlauf des Videos. Dann könnt ihr auch mal auf diese Version, auf dieses abstrakte Spiel schauen. Weil Katamino Family, habe ich gedacht, das stelle ich euch separat jetzt mal in diesem Video vor. Weil es durchaus ein paar Besonderheiten hat. Weicht ein bisschen vom klassischen Spiel ab, hat aber wieder Ähnlichkeiten zum klassischen Katamino. All das natürlich jetzt in diesem Video. Bevor ich beginne, noch ein paar Informationen zu diesem spannenden Knobelspiel, alleine oder zu zweit. Das ist schon mal die erste Besonderheit, weil das klassische Katamino ist ja ein Solospiel, ein Denkspiel für eine Person mit über 500 Aufgaben. André und John Periolat sind die Autoren. Es ist für ein oder zwei Personen 15 Minuten. Naja, es gibt natürlich auch hier unterschiedlich viele Level. Es ist erschienen bei Gigamic, Vertrieb deutsche Version über Asmodee. Und es ist für Kinder zwischen 3 und 10 Jahren. Na toll, wo mache ich das jetzt bei mir in die Playlist rein? Ich glaube, ich packe es mal für die Dreijährigen rein und für die etwas Älteren. Mal schauen, sodass ihr einen Überblick habt, wenn ihr mal filtert nach der Alterskategorie. Auf der Rückseite wird auch schon ein bisschen deutlich, um was es geht. Es hat so einen Duellcharakter, hat aber auch verschiedene Knobeleien, also spricht durchaus die Kinder an und deswegen auch die Altersangabe 3 bis 10. Und die hat man so gesetzt. Ob es was für Erwachsene ist, zeige ich natürlich später auch im Fazit noch etwas. Was macht man denn überhaupt? Weil Katamino kennt vielleicht der eine oder andere gar nicht. Deswegen hier nochmal ein Blick auf das Material, auf diese Elemente. Und wir stürzen uns doch gleich in die Duellversion. Hier sehen wir nämlich die ganzen Bausteine, solche Bauklötzchen, sehr robust aus Holz. Und das sind diese Trenner. Die werden am Anfang auf die Position 3 platziert. Und ja, die Karten zeigen auch an, hier wer welche Bausteine bekommt. Und es geht natürlich so darum, so schnell wie möglich sein Raster zu befüllen. Hier zeigt Penta 3, zeigt an, dass man hier diesen Trenner auf die 3 dann platziert. Wer welche Bausteine bekommt, ich denke, man sieht es auch deutlich von der Kameraeinstellung. Und die platziert man dann vor sich, die restlichen Materialien auf die Seite. Und dann geht es darum, wer zuerst hier seinen Bereich befüllt. Ansonsten kann man die Aufgabe drehen, dann geht man einfach über zur Aufgabe 2. Und das ist quasi der Duellcharakter, der hier dann dabei ist. Es gibt natürlich viele Rätsel. Ich habe ja angefangen mit 1, Rückseite 2. Das geht weiter. Das wird anspruchsvoller, ganz klar. Bis zu Aufgaben über die 50, quasi bis in den 70er-Bereich rein. Wo sich natürlich auch der Schieber immer mal wieder von beiden ändert und andere Klötzchen hier zum Vorschein kommen. Zum Vorschein kommen aber auch andere Karten, weil wir können hier dreidimensional bauen. Wir können hier solche Würfelblöcke sogar errichten. Und genau an dieser Stelle schauen wir uns einfach mal kurz die Anleitung an, weil dann der wird es auch ein bisschen deutlich, was für einzelne Bereiche hier ersichtlich sind. Da kann man schon quasi losspielen, ohne die Regeln zu lesen, weil das meiste habe ich jetzt schon erklärt. Es ist auf jeden Fall sehr ausführlich dargestellt, wie die Abläufe sind, wie die Trenner sind, weil vielleicht kennt man Katamino als Spielplan Prinzip ja auch gar nicht. Dann wird es nochmal deutlich gezeigt, die Duellversion. Aber vieles anhand von Beispielen, Karten. Ich glaube, der eine oder andere wird da sofort beginnen mit einem Spiel. Es gibt natürlich auch hier die Möglichkeit, Solo-Varianten mit unterschiedlichen Karten anzubieten, mit unterschiedlichen Steinen. Man kann hier natürlich auch solche Puzzleaufgaben dann bewältigen. Für die Jüngsten ab 3 Jahre ist natürlich auch ein schönes Element, weil ich sage ja, das erste Spielen, ich wiederhole mich, das beginnt so mit 2, 2,5 Jahre. Da geht es um die ersten Regeln. Es hängt wieder von der Entwicklung des Kindes ab, aber hier haben wir auf jeden Fall einige Übungen. Natürlich darf das Ganze auch nicht fehlen, wenn es ums Balancieren geht. Hat also auch eine gewisse pädagogische Unterstützung, auch 3D-Figuren, die gebaut werden können. Und ihr merkt, teilweise unterstützt mit der Karte oder mit den Karten oder hier, was die Abbildungen angeht, was die Figuren angeht, für die Jüngsten, für die etwas älteren Kinder und so weiter. Also ihr merkt eine Fülle an Aufgaben, eine Fülle an Elementen, je nach Lust und Laune des Kindes oder
der beiden Kinder, die praktisch jetzt hier sich gegenüber sitzen. Je nachdem auch Geschwisterkinder mit unterschiedlichem Alter, 3 bis 10 Jahre, das ist jetzt beispielsweise so ein Spiel. Und auch hier das Errichten von Türmen. Oha, da geht es ja um das klassische Katamino. Ja, das klassische Katamino kann man natürlich auch absolvieren. Ja, dann brauche ich ja Katamino gar nicht. Ja, ich komme gleich dazu. Zumindest das klassische Katamino hat man hier auch, weil dann braucht man quasi nur einen Schieber. Und der Schieber wird immer weiter gesetzt und es werden Elemente vorgegeben, die ihr hier an dem Raster platzieren müsst. Das geht immer weiter und die Elemente, die ihr nutzen müsst, die stehen hier dabei. Das klassische Katamino, das hat ja über 500 Aufgaben. Das ist eine Menge. Hier sind es zumindest, wie viel, was habe ich gelesen, glaube ich 170 oder 180 Aufgaben sind hier dabei. 168 Herausforderungen sind hier dabei. So habt ihr auch mal ein Gefühl für Katamino. Ich glaube, dem einen oder anderen reicht das schon mit 168 Aufgaben. Klar, es fängt einfach an, es wird immer schwieriger. Und das sind ja eher die einfachen Beispiele. Bei dem klassischen Katamino wird es im Verlauf der Partie anspruchsvoller. Deswegen geht es ja auch bis 500. Hier sind es die einfachen Beispiele. Oftmals überspringt man ein Level. Aber das ist ja auch die Zielgruppe 3 bis 10 Jahre. Beim klassischen Katamino hat man ja 6 bis 99 draufgeschrieben, ist also durchaus auch was für die Erwachsene. Diese Version richtet sich aber speziell an die Kinder, an euch als Familie, wenn ihr das zusammenspielen wollt mit dem Kind, mit dem jungen Kind oder die Geschwister oder Oma und Opa gegen das Kind. Das sind die Optionen, die man hier hat, entweder alleine, als Unterstützung, als Balance, als pädagogische Unterstützung, in welcher Form auch immer, Geschicklichkeit und hier natürlich auch nochmal dargestellt, wie man die Steine dann wieder in die Box zurückbekommt, wobei die Schachtel ist groß genug, das kann man auch separat so verstauen. Und das ist Katamino Family. Und ja, ich bin schon beim Fazit von Katamino Family und jetzt habe ich euch in 2 Videos das klassische Katamino, ich zeige es hier nochmal, vorgestellt als Pocket-Version und als Standard-Version, gefällt mir richtig gut. Auch gemerkt, glaube ich, im Video. Und das ist jetzt das Spiel, wenn ihr das mit Kindern spielt oder wenn ihr was sucht, für die Kinder, für die Geschwister, je nachdem, wenn die gerne auch alleine, aber auch mal gerne zu zweit spielen, auch gerne mal Türmchen bauen, nach Mustern puzzeln, das ist alles in dieser Box dann dargestellt und alles hier enthalten, sehr viel auf jeden Fall dabei, am Anfang ein etwas umfangreiches Regelwerk, aber ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen die Luft genommen von dieser Übersicht, weil da steckt durchaus einiges drin, es ist aber gar nicht mal so schwer, es ist einfach sehr ausführlich dargestellt, ist auch absolut in Ordnung, aber insgesamt ein richtig tolles Kinderspiel. Ein Kinderspiel für ja, 3-Jährige, 4-Jährige, 5-Jährige. Ich habe es am Anfang erwähnt, ich weiß gar nicht, in welche Playlist ich es packen sollte. Am besten in jede Playlist, weil da ist für jeden definitiv jetzt was dabei. Für die Jüngsten, wenn es um Puzzle geht, für die Aufgaben als Duellversion, für die 5-, 6-Jährigen. Da pickt ihr euch einfach raus, was für euch ist oder was für das jeweilige Kind was ist. Abhängig von der Entwicklung natürlich. Und wenn ihr es euch holen wollt, dann schaut beim Händler oder beispielsweise über die unten genannten Links. Ich bin gespannt, was ihr da dazu sagt, wenn ihr schon gespielt habt, eure Erfahrung. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Meinung. Das war's zu Katamino Family. Ich sage danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.